Ich begann dieses Buch vor etwa 8 Jahren zu schreiben, als mir klar wurde, dass ich wegen einer genetisch bedingten Bindegewebserkrankung Joggen, Wandern und viele andere Freizeitaktivitäten, die ich liebe, allmählich aufgeben musste. In meinem großen Kummer darüber gab es einen Moment des tiefen, schmerzlichen Sehnens, wo ich einfach Zuflucht suchte, einen Ort der Sicherheit und Geborgenheit, wo ich im Frieden sein und mein Herz öffnen könnte, um dieses Leben so zu lieben, wie es eben ist. In meiner jahrelangen Arbeit mit vielen Menschen bemerkte ich, dass diese Sehnsucht nach Zuflucht universell ist. Jeder von uns ist mit seiner eigenen Version von Verunsicherung und Verlust konfrontiert. Ich erzähle in dem Buch von meinen eigenen Erfahrungen und von vielen anderen, die ihren Weg nach Hause gefunden haben, zu Mitgefühl, zu innerer Stärke und Freiheit. Mögen diese Geschichten, die uralten Weisheitslehren und die geführten Meditationen Sie auf Ihrem Weg unterstützen und Ihr Vertrauen in die Schönheit Ihres eigenen erwachenden Herzens vertiefen.